Freunde, da sind wir ja schon wieder von einem Video zum anderen Video. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Falls es jemand von euch da draußen interessiert, wie es mir geht, hören's. Das ganze Wochenende, wir haben heute Sonntagabend, die Uhr schon leer, wir haben 21.20 Uhr. Mir wurde das ganze Wochenende versaut. Oder? Wir waren gestern in Holland, da ging mir schon die Person auf den Sack. Nee, Freitagabend schon, nachdem das Interview mit Enrico online ging, ging mir schon der Typ auf den Sack. Also nicht Enrico, ist ja klar. Samstag, den ganzen Tag, die ganze Nacht gestern. Und heute war Ruhe. Ja, weil ich auf Instagram ein paar Storys gemacht habe, weil ich irgendwann, ich saß im Auto gestern Nacht, ne, und hab gesagt, und jetzt reicht's. Nachts war das, um 1 Uhr oder so. Ich hab gesagt, jetzt reicht's. Jetzt hab ich die Faxen dicke. Der Typ hat mich so rausgefordert jetzt, so dermaßen an meinem Nervenkostüm gekratzt, dass mir nichts anderes übrig bleibt, um dieses Video jetzt hier zu machen. Ich habe natürlich erst gedacht, so ja, das kannst du eigentlich auf Instagram machen, komm, Yvonne, Scheiß drauf, mach das nur kurz auf Instagram, so ein bisschen dies, das. Und dann dachte ich mir, nee, da ist es ja umsonst und dann mache ich mir die Arbeit. Und ich will nichts wegen diesem Typen umsonst machen. Hör mal, wo kommen wir denn da hin, dass der mir mein Wochenende versaut und dann mache ich noch umsonst irgendwas, um dem was zu erklären, weil er anscheinend von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat, ja? Dann mache ich lieber ein Video und hab noch damit Umsatz. Oder Freunde, und vor allen Dingen, ihr könnt das Video immer wieder anklicken. In der Story auf Insta ist das eh mal schnell vorüber. Denn, Freunde, für die, die... Geht bei euch? Können wir helfen? Für die, die Dirty John nicht gesehen haben, die Serie, hast du die gesehen mit mir? Nein. Für die, die es gesehen haben, das, was gestern und vorgestern, also 48 Stunden hinter den Kulissen sozusagen, das, was ihr nicht sehen könnt, sondern das, was ich sehen kann, ablief, ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Und deswegen habe ich also wirklich gedacht, jetzt muss ich ihm die Grenzen zeigen. Jeder weiß, wie er drauf ist und was er macht, falsch macht und was er überhaupt macht. Jeder weiß es in dieser Branche. Jeder. Außer seine Frau. Habe ich das Gefühl. Und das ist bei Dirty John genau das Gleiche. Die Frau denkt noch an das, die glaubt noch das Jute, die glaubt noch an den, an der Rose, an die rosa Zuckerwatte, glaubt ihr noch, hör mal zu. Bei Dirty John ist das so, dass er ihr jeden Tag den Smoothie hinstellt, jeden Tag einen frischen, um sich zu kümmern. Jeden Tag macht er ihr die Dusche dick, die geht in die Dusche und guckt, dass das, ist das Wasser auch warm genug und genau richtig für meine Prinzessin? Und sie so, oh, dass das ein Mann für mich macht und so. Genau gleich so stelle ich mir das vor in deren Beziehung. Muss natürlich nicht stimmen. Aber alles andere war genau gleich. Der Mike belästigt, bedrängt, bedroht, tyrannisiert, stalkt nicht unbedingt, wenn man das online so sehen darf. Menschen. Und zwar auf eine Art, was, Freunde, ihr nicht für möglich haltet, dass so ein Mensch in der Showbranche überhaupt tätig ist. Ja, also ganz klar. Ich blende euch jetzt hier einfach mal ein paar Screenshots ein, die man mir zugeschickt hat. Das sind nur ein paar von denen, die ich alle am Wochenende gesehen habe. Dass er Telefonterror betreibt, dass er per DM-Nachrichten schreibt, ruf mich sofort an, dass er über andere, die aus Datenschutz, ja, dass er über andere Telefonnummern rauskriegen will, Adressen rauskriegen will und nervt andere so lange, bis die sagen, halt mich doch bitte da raus, ich will damit nichts zu tun haben. Und für alle, die der Mike anschreibt, Freunde, generell ist es verboten, in Deutschland eine Nummer ungefragt rauszugeben. Nur das so nebenbei. Es ist verboten. So, das dazu. Dann habe ich das Ganze gesehen und auch die Uhrzeiten, wann der per Telefonterror anruft, dass ich mir wirklich denke, kriegt seine Frau das eigentlich noch mit? Und wenn sie es mitkriegt, Freunde, was ist denn auch bitte mit dieser Frau los? Also wenn mein Partner sich wie eine Axt im Walde so verhalten würde, dass ich an seinem Verstand zweifeln würde, ja, der würde A, ganz schön mit zusammen sein und B, würde ich von hinten in den Rücken springen, ja. Also deswegen, ich habe langsam auch mit Michelle die Faxendicke, ja. Meiner Meinung nach liefert sie ihren Kindern diesen Mann aus, was ich für absolut unverantwortlich halte. Und jetzt muss hier einer mal auf den Tisch schauen und einfach mal so ein bisschen schauen, dass der Mike seine Grenzen gezeigt bekommt.
Das Ganze ist ja vorher schon aus dem Ruder gelaufen, mehr oder weniger. Wir wussten alle schon mehr oder weniger, dass Mike eine sehr fordernde Art, eine versucht dominante Art zu haben, dass Mike Menschen belagert und vollsülzt und bedrängt, das wissen wir alle mittlerweile. Das heißt vor und auch hinter der Kamera. Ist ja kein Geheimnis. Sehen wir, haben wir alles in den ganzen Shows gesehen. Dann ist das Ganze extremst aus dem Ruder gelaufen. Natürlich, wir haben uns, ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. Ich war schon Freitag in einem Fechtanzug, saß ich schon hier und habe schon gewartet, dass der kommt, ja. Das Ganze ist natürlich ausgeartet, nachdem er das Interview mit Enrico gesehen hat. Was hat Mike oder was stört Mike denn daran? Das waren natürlich zwei Aussagen, die ihn stört, was auch nachvollziehbar ist. Das war die erste, die der Enrico gesagt hat, dass das Jugendamt Michelles Kinder auf den Kicker hat, die ja praktisch unter die Lupe genommen hat und die natürlich noch weiter ein Auge auf diese Familie hat. Familie, Mike, Michelle und die Kinder. Logisch. Das hat Enrico aber genau gleich mit seinen Worten gesagt. Aber natürlich stößt das natürlich bitter auf, lieber Mike. Kann ich absolut verstehen. Aber der ganz feine Unterschied ist, Mike, was sage ich dir jetzt juristisch, der ganz feine Unterschied ist, du bzw. ihr habt die Sache mit dem Jugendamt, dass das Jugendamt euch die Kinder wegnehmen könnte, selbst in die Öffentlichkeit gebracht. Schauen wir hier. Wenn wir das jetzt bei Google eingeben, ganz einfach, Mike Zies Jugendamt. Komm schon. Was kommt dann? Klatsch und Tratsch, die erste Seite, Mike Zies, upsala, und Michelle Momberling, Jugendamt fällt Entscheidung, der erste Bericht. Nach Mikes Verhalten, das Jugendamt wurde alarmiert. Mike zeigte sich im Sommerhaus der Stars von einer Seite, die mehr als beunruhigend war. Nachvollziehbar, dass der Eindruck entsteht, dass auch die Kinder darunter leiden. Vor allem durch Mikes Eifersucht auf jegliche Person in Michelles Umfeld. Kinder, mit denen Mike nicht blutsverwandt ist, könnten für ihn ebenfalls ein Dorn im Auge sein. Das muss man sich auch noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das holpert. Das fließt nicht, das holpert. Kennst du? So holpert das hier. Wenn wir weiter runtergehen, das Verhältnis zwischen Mike und Michelles Kindern. Gemeinsame Kinder haben die beiden nämlich noch nicht. Die Pläne wurden vorerst aufs Eis gelegt, da Mike nach Michelles Angaben zuerst an seinem Verhalten arbeiten muss. Doch Michelle hat bereits zwei Kinder aus ihrer ersten Ehe. In einem früheren Interview wurden die beiden zu dem Verhältnis zwischen Mike und Michelles Kindern befragt. Wie immer hieß es dort, dass Mike sich an die Situation mit den Kindern gewöhnen musste. Mike, da gab es also... Besonders schockierend waren Mikes Worte in dem RTL-Interview zum Jugendamtbesuch. Er beschrieb seine eigene gewalttätige Kindheit, bei der es auch mal eine Schelle gab, die ich mir dann aber auch verdient habe. Zitat, Mike, da gab es auch mal eine Schelle, die ich mir aber dann auch verdient habe. Im Umkehrschluss heißt es, könnte es also sein, dass du zwischendurch auch mal diesen Kindern eine Schelle verteilst, weil du denkst, sie könnten es verdient haben in deinen Augen? Man weiß es nicht. Wer zwischen den Zeilen liest, sagt die Journalistin hier, kann erkennen, dass es sich hierbei um keine standfeste Positionierung gegen Gewalt an Kindern handelt. Eher klingt das nach einer Rechtfertigung für etwas, was nicht zu rechtfertigen ist. Heißt das etwa, dass Michelles Kinder bei einem vermeintlichen Fehlverhalten auch eine Schelle verdienen? Wenn wir dann zurückgehen bei der nächsten, ntv.de. Jugendamt besucht Sommerhauspaar. Im Sommerhaus der Stars sorgt Mike Cheese, immer diese Datenschutz, durch seine Wutausbrüche für ordentlich Gesprächsstoff. Ein Zuschauer ist so besorgt um die Kinder von Michelle Momberling, dass er das Jugendamt einschaltet. Bei der 42-Jährigen reißt der Besuch der Behörde alte Wunden auf. Das heißt letztendlich, all diese Quellen, die werden wir euch auch unten verlinken, sagen, die Kinder wurden vom Jugendamt interviewt. Das Jugendamt war bei denen zu Hause und die haben die auf dem Kicker. Weil wenn man einmal das Jugendamt im Haus hat, wirst du diese schnell nicht mehr los in Deutschland, was gut ist. Ich finde allerdings immer noch, na gut, obwohl wie sie arbeiten, weiß ich ja nicht. So, haben sie auf dem Kicker, was völlig in Ordnung, was Kindeswohlgefährdung angeht, finde ich gut, dass die Jugendämter hier ein Auge drauf haben. Der Enrico sagt in meinem Interview, dass übrigens, und das ist der springende Punkt, die ganzen Artikel
RTL-Interview, NTV, Klatsch und Tratsch, alle Artikel, Bild, alle sind Anfang bis Ende Dezember 2021 stattgefunden. Wann war der Dreh zur Kampf der Reality Stars? Der begann am 6.1.2022, direkt nach Neujahrsparty sozusagen. Und der ging circa 4 bis 6 Wochen. Die Wunde war also frisch, dass der Mike sagt, natürlich oder im Kopf hat, das Jugendamt war zu Hause. Er erzählt das Enrico. Nachvollziehbar. Enrico, Jugendamt stand bei uns vor der Tür. Die wollen Michelles Kinder wegnehmen, weil schließlich interviewen die Kinder nicht umsonst. Ja, das heißt, es steht auf der Kippe, ich muss hier nett sein, du bist hier das jüngste Kind, du bist das Jüngste, ich will mich hier von der guten Seite zeigen. Klingt plausibel. Der Unterschied ist dann nur, lieber Mike, halt doch einfach die Klappe. Wenn du schon eine Show spielst fürs Jugendamt und die Welt hier draußen für uns, dann schalt doch einfach dein Hirn ein und halt die Klappe. Nee, da erzählt er das auch noch einem Enrico, dass er eine Show spielt. Das heißt, die Aussage, die Enrico tätigt, journalistisch, das Jugendamt will die Kinder wegnehmen, ist nicht erfunden, ist nicht rufschädigend, ist keine üble Nachrede, wartet alle tippt. Denn googelst du Mike Zies, Jugendamt, kommt die ganzen Beiträge, da ihr es rausgetragen habt in die Öffentlichkeit. Somit hat der kleine Enrico hier weder gelogen, noch was Falsches gesagt, noch irgendwie was hinzugedichtet. Punkt 1. Kommen wir zu Punkt 2. Enrico sagt, du hättest den Ring in der Sendung getragen, aber nach der Sendung privat nicht mehr. Könnte er vielleicht damit Recht haben? Warum könnte er da vielleicht mit Recht haben? Weil der Mike während der Sommerhaus, Kampf der Reality Stars, während der Kampf der Reality Stars Dreharbeiten nicht mit Michelle zusammen war. Denn, und da kommen wir zum springenden Punkt, liegt es die Aussage von Enrico, klingt doch sehr glaubwürdig. Warum denn klingt es glaubwürdig? Weil Mike sich eine öffentliche Trennungsschlammschlacht aufs unterste Niveau gegen Michelle, seiner eigenen Frau, die ihm jetzt wieder Puderzucker in den Hintern pupst, ja, richtet. Wenn man eingibt bei Google Mike Zies Trennung Michelle oder einfach nur Trennung, kommt von ganz alleine. Michelle Mombelin nach Trennung von Mike Zies fertig. Michelle, Trennung oder nicht, Liebescomeback oder Scheidung. So richtig durchzublicken schienen Michelle Mombelin und Mike in letzter Zeit selber nicht. Doch nun deutet alles in Richtung endgültigen Liebes aus. Nach Sommerhausteilnahme, Krise bei den beiden. Als sie im vergangenen Jahr im Sommerhaus der Stars ihre Ehe exponierten, waren sich die TV-Zuschauer einig, die Beziehung kann nicht halten. Es war viel von toxischer Männlichkeit bei Mike und großer Unterwürfigkeit bei Michelle die Rede. Nun scheint es tatsächlich zur Scheidung zu kommen, während Mike bei Instagram ständig davon spricht, bald auszupacken und dass es Zeit für die Wahrheit sei und er lange genug geschwiegen habe, packt nun auch seine Noch-Ehefrau aus. Michelle Mombalin ist traurig und wütend. Ich hätte es echt wissen müssen, aber ich war zu gutgläubig. Wenn man bedenkt, dass die jetzt wieder zusammen sind und sie nach meiner Meinung eine Scheiße postet bei ihnen in den Kommentaren, aber da kommen wir gleich noch zu. So die zweifache Mutter in der Instagram-Story. Zwar wolle sie keine Schlammschlacht, doch sie könne nicht glauben, wie Mike in der Öffentlichkeit über sie spreche. Es ist unfassbar. Ich bin voller Ratlosigkeit, Wut und Trauer zugleich, beendet die Blondine ihr Statement. Und jetzt suchen wir nämlich raus, was der liebe Mike über Michelle so gesagt hat, über seine eigene Frau. Denn Okay Magazin schreibt, Mike zieht mal Berlin, schlimmer Rosenkrieg, die Situation droht zu eskalieren. Es wird schmutzig zwischen den Sommerhaus-Teilnehmern. Im Netz fliegen die Fetzen nach toxischer Beziehung Schlammschlacht. Aus und vorbei. Die ohnehin schon toxische Beziehung von Michelle Mombalin und Mike Zies scheint nun ein ziemlich bitteres Ende zu finden. Kurz nachdem bekannt wurde, dass der TV-Star bei seiner Frau ausgezogen ist, und wir gehen hier auf das Datum, 6.3.2022, bestätigt er nun offiziell die Trennung und sogar will sogar die Scheidung einreichen. Ich habe mich manchmal in den eigenen vier Wänden wie ein Einbrecher gefühlt, erklärte er im Gespräch von RTL und wettert,
Mike über seine Frau, Zitat, für mich hat sie den schlimmsten Charakter, den ich in 35 Jahren kennenlernen durfte. Jemand, der so oberflächlich ist, dass er nur mit Leuten zu tun hat, um auf die Karriereleiter nach oben zu kommen, das muss ich hart erkennen. Ich möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Stich ins Herz für Michelle Mombalin. Zudem behauptet er, dass seine Ex für ihn nur noch am Handy erreichbar gewesen sei und sich als Single-Mutter in ein gutes Licht rücken wollen würde. Ein Schock für Michelle, die bis dahin offenbar nichts von ihrem Ehe aus wusste. Die wusste noch nicht mal was von ihrem Ehe aus. Ich frage mich, warum ich das über die Presse erfahren muss. Der Schmerz in meiner Brust ist unerträglich. Zitat Michelle, schrieb sie auf Instagram. Und dann das erste, beziehungsweise ja so die halbwegs Schlagzeilen, sind nämlich wie hier in diesem 20. Februar entschieden. Und die Dreharbeiten von Kampf der Reality Stars dieses Jahr sind Mitte, Ende Februar beendet worden. Vom 6.1. ja, bis Mitte, bis zum 6.2. sozusagen. So, das heißt, Mike ist, hat die Scheidung eingereicht und beziehungsweise ist, hat sich getrennt räumlich anderthalb, zwei Wochen, nachdem er von Kampf der Reality Stars zurückkam. Also klingt es für mich ganz ehrlich, was Enrico sagt, dass du den Ehering ausgezogen hast privat, weil für dich hast du in dieser Zeit eine Schlammschlacht über mit deiner Frau übers Internet betrieben. Du hast sie beleidigt, gedemütigt, mal wieder öffentlich, sodass wir alles miterleben konnten, mal wieder. Und legst also oder hegst eine Wut auf deine Mitstreiter aus einem Format, die das wiedergeben, was du eh uns allen schon öffentlich zeigst? Wo ist hier, bitte erkläre es mir journalistisch, wo ist hier der Fehler? Wo liegt der Fehler? Bei der Aussage mit dem Jugendamt, was wir eh schon alle wussten, dass die bei euch auf der Matte stehen und euch die Kinder, dass es auf der Kippe ist, ist die, die euch wegnehmen können oder wollen? Oder die wirkliche Trennung, die Trennung? Du sagst noch, am Ende beim Ausstieg bei Kampf der Reality Stars, meine Ehefrau wartet auf mich. Du postest eine Story auf Instagram mit deinem Grinsen. Meine Ehefrau wartet auf mich. Mike Teen 2.0. Und ich bin so ein besserer Mensch und ich bin so happy und es ist hier so schön und alles. Ich war nie auf der Suche nach der Kamera, nach dem Mikrofon oder nach irgendeiner Präsenz. Und ich bin so glücklich wie nie. Und das möchte ich mir beibehalten. Ich sehe jetzt hier gerade das Meer. Es ist so ein Moment, das macht einen traurig, den schönen Ort hier zu verlassen am anderen Ende der Welt. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt nach Hause zu kommen. Da wartet jemand ganz Besonderes auf mich. Und vielleicht war auch ich endlich mal wieder ich und nicht so wie in den letzten Jahren. Schatz, dein Ehemann fliegt zu dir, der Ehefrau. Verbunden, nicht nur durch Ring oder durch ein Blatt Papier, wo wir geheiratet haben, sondern im Herzen verbunden. Es war eine harte Reise. Ich habe viel eingesehen und ich bin gespannt, was uns noch alles erwartet. Mein Name ist Mike Sies. Minus Mombalin. Peace. Parallel, zeitgleich, mein Freund, kommen die Zeitungsartikel raus, wie du über die Herz siehst und dass du die Scheidung einreichen willst. Hör mal zu. Man denkt manchmal, also, Freunde, ich kann es euch sagen. Ich wollte nie reiner Trash-YouTuber werden. Nie. Ich bin da aber so tief drin, ne? Hör mal zu, ich finde keinen Ausweg mehr heraus. Das ist gestört alles. Das ist ja nicht nur dieser Fall. Ich bekomme ja noch andere Ecken mit. Ja, von ne, Christine Obkara. Ich krieg da doch Valentina. Ich krieg ja noch andere Sachen mit. Du verlierst durch diese Sachen den Glauben an die Menschheit. Und das Krasse ist und das Peinliche ist, durch einen Kommentar von Valentina unter Mike Zies irgendwas von Sommerhaus, von Kraft der Reality Stars und Beitrag. Solche Menschen muss es geben, sonst gäbe es keinen Trash. Zitat Valentina hat zum Teil recht. Trash-Darsteller liefern Trash. Aber Trash und damit über Leichen gehen, hat nichts mehr mit Unterhaltung zu tun. Wie gesagt, Beweis haben wir euch offengelegt, er tyrannisiert, er bedroht Menschen, beleidigt seine Frau, denunziert, wendet Gewalt an seiner Frau gegenüber in der Show und Gewalt gegen Gegenstände, also Aggressionen. Das reicht. Es ist geklärt. Es reicht. Dann geh doch! Mann, ey! Heul dich da drin aus und versau das Spiel. Wenn du jetzt gehst, ne? Ernsthaft. Geh weiter. Mach es. Mach es. Sei du sauer. Du haust hier raus ja, und ich komm nicht zu Wort. Verdammt doch mal! Du hast eine Aggression dort drin gehabt.
eine Aggression. Du hast mich gar nicht mehr wahrgenommen. Wenn du darauf nicht klarkommst, dass ich dann das mache, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich werde hysterisch. Wir beide gehen jetzt da rein und haben es mein. Hör mir zu. Geh da rein und zieh eine Fresse und eine Flippe. Verlieren wir. Lass es. Nein. Ich gehe normal rein. Danke. Dann ganz, ganz witzig, die Michelle. Michelle, kommen wir doch mal zu dir, Mäuschen. Du sagst, es geht gar nicht, dass ein YouTuber, ich weiß, ihr meint mich, gesagt hätte, ich hätte behauptet, der Mike würde dich schlagen. Also Gesicht. Machen wir die Ärmelchen mal hoch. Ich möchte das kann man auch nicht beschönigen. Kommen. Das mit der Männlichkeit war eine ganz andere Situation. Das hast du gesagt, Michelle. Das hast du zu mir gesagt. Das hatte was mit Männlichkeit zu tun. Moment, das war auf die Situation. Oh, Freunde der Sonne. Und da hier das Gelbe, das hat die auch hier unten. Ein PRP ist nicht so. Du hast mal so keine blauen Flecken. Ich kenne das selber vom Botox. Hast du mal, triffst du eine Ader, hast du blau. Lippen, triffst du eine Ader, hast du hier ein bisschen blau. Auch an den Wangen kann das sein, dass es punktuell dann ein bisschen blau ist. Aber die hat eine komplett gelbe Backe. Was will man mir jetzt hier erzählen? Auf jeden Fall entsteht das nicht vom PRP. Oder die hat einen Sau-Idioten-Doktor, der PRP so tief reinmacht, dass, und das ist aber nicht PRP. PRP ist maximal 2 Millimeter, wenn überhaupt, ey. 0,2 Millimeter. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Mädchen, ihr sitzt bei einem YouTuber im Wohnzimmer irgendwo an der Rückwand mit den gelben Flecken. Sitzt ihr im RTL bei der Wiedersehensshow mit den Flecken im Gesicht? Alle im Netz? Hä? Wurde sie geschlagen? Ich habe das noch nicht mal gesehen. Ich habe mir das dann angeguckt, mir wird das ja auch zugeschickt. Alles klar? Liegt nah. Aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Bin schon 3x7 alt, 5x schäme ich hier rein, nicht, als wenn ich das sagen würde. Ja? So, natürlich gesagt, der Gedanke liegt nahe. Guck mir dieses Interview an, diese Zeitverschwendung, wo ihr aber sagt, das ist PRP gewesen, das ist Vampirlifting. Und da wusste ich, du lügst, ihr lügt. Nicht in Bezug auf, dass der dir ins Gesicht geschlagen hätte, sondern es ist kein PRP. Weil ich selber, habe ich immer gesagt in meinen Videos auch, ich habe selber PRP machen lassen. Lasst euch doch nicht so eine erzählen. Wenn bei PRP mein Gesicht dick ist und gelb und blau, dann fresse ich einen Besen quer mit Stiel. Weil so findet in PRP nämlich nicht statt. Jetzt erzählst du auf Instagram bei Mike, liebe Michelle, ja, nee, also das geht halt auch zu weit, dass dieser YouTuber das gesagt hat. Habe ich mir nur gedacht, okay, ich lese so weiter und dann steht da unten drunter tatsächlich, denn ja, schließlich war es Botox. Mike, du kannst ruhig dazu stehen, dass du auch eitel bist. Und Mike so drunter so, ja, jetzt ist es raus. Hör mal zu, was ist es denn jetzt? War es Botox? War es jetzt PRP? Was war es denn jetzt? Man munkelt. Also, bevor ihr behauptet, ich würde was sagen, was nicht stimmt, man lernt richtig zuzuhören und / oder erzählt das Gleiche der Öffentlichkeit ein Jahr später, was ihr vor einem Jahr der Öffentlichkeit erzählt habt. Also bitte. Kommen wir zu dem Abschlussplädoyer, wo ich am Anfang angesetzt habe, dass irgendwann auch ich die Faxen dicke hatte und ich das Gefühl, also nicht das Gefühl, sondern einfach die Schnauze voll habe, mit so viel Scheiße zu tun zu haben und andauernd die Drohungen und dieses Aufwirbeln der ganzen YouTuber, der Trash-Darsteller, dass ich mir jetzt gedacht habe, gut, muss Mami endlich sich einschalten, weil ich auch gesagt habe, jeder, der zu mir im Interview kommt, bei mir übernehme ich die volle Verantwortung in puncto Kosten mit Anwälte etc., weil sich jeder bei mir frei fühlen soll, sicher fühlen soll und gestärkt und dass ich hinter allem stehe soll. Und in dem Falle war es das Letzte. Der letzte Fall war Enrico. Und ich habe Enrico versprochen, für ihn einzustehen. Das tue ich. Mein Anwalt möchte den Mike halt dementsprechend am Montag, also morgen, etwas zukommen lassen. Und da habe ich mir gedacht, okay, guck doch mal so ein bisschen weiter, Yvonne. Was findest du noch so? Weil der Mike droht allen immer. Und drehen wir doch
den Spieß einfach mal ein bisschen um, habe ich mir gedacht. Dann gucke ich so als erstes mal, du brauchst die Adresse von diesem Typen. Weil ich kann die Adresse auch so rausfinden, Einwohnermeldeamt, das ist mir klar. Name, Vorname, der Anwalt kriegt das raus mit einer Begründung. Das ist kein Problem, nimmt aber zu viel Zeit in Anspruch und kostet dann dem Mike viel mehr Kosten. Nämlich der Stundensatz von meinem Anwalt ist 630 Euro plus Mehrwertsteuer. Will ich dem Mike, weil ich einfach mal nett bin und dachte, ach komm, ist Sonntag, bist du mal nett, schreibst du den mal an. Gib mal Adresse. Natürlich nicht. Ich habe das Ganze natürlich ein bisschen sachlicher gemacht und in Form öffentlich mit meiner Firma. Denn der Mike, also ich musste das über DM, über Instagram machen, denn der Mike hat keine E-Mail auch nicht angegeben. Sonst hätten wir das natürlich förmlich, hätte der Inhaber meiner Firma förmlich die E-Mail geschrieben, konnten wir aber nicht. Dadurch, dass aber bei Instagram auch gesehen steht, war mir also, ist uns also bewusst, es ist angekommen und hätte er das gelesen und nicht reagiert, hätten wir ihm Vorsatz nachweisen können. Denn es ist natürlich klar, dass jeder Instagrammer, Influencer, Promi, Trash-TV, der über Instagram Werbung macht, sich selbst vermarktet fürs TV etc., dass es ein gewerbliches Profil ist. Ich habe aber vorsorglich die ganze Werbung, die Michelle macht, in den ganzen Posts habe ich gescreenshottet, die Werbung, die sie heute aktuell gemacht hat, für diese da, was war das, für... Sie weiß doch nicht, was habe ich auch alles mit Video, ne? Weil ich bin ja nicht blöd, ne? Denn niemand von den beiden hat ein Impressum. Und du musst als öffentliche Person, wenn du gewerblich tätig bist, musst du ein ladungsfähiges Impressum, also eine Anschrift haben. Ich sag, bei Mike ist ja da gar nichts, ne? Gut, schreiben wir ihm als Firma, habe ich gesagt, Milan, schreib eine Nachricht, schick die raus. Milan hat übrigens auch meine Daten von meinem Instagram. Wir sind insgesamt drei, die mein Profil betreuen. Hat Milan eine Nachricht verfasst. In unserem Namen, eigentlich hat er hier sich geschrieben. Und zwar, lieber Mike, wir von der Mola Enterprise UG hätten gerne deine ladungsfähige Anschrift. Du bist verpflichtet, diese als Impressum auf deinem Instagram-Profil anzugeben, genauso wie deine Frau. Wenn du uns keine Adresse gibst und kein Impressum auf eurem Profil innerhalb 24 Stunden angibst, ist die Rechtsfolge die Unterlassung per Abmahnung unserer Anwälte und die Beseitigung. Gemäß § 16 TMG handelt es sich bei einem Verstoß um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. Wir erwarten eine Antwort bis spätestens 20 Uhr. Lieben Gruß, Milan Senic, COO Mula Enterprise. Ich sag, komm, guckst du mal. Das war, und wann habe ich das geschrieben? 15 Uhr. Ich sag, komm, guckst du mal. Vorher habe ich erst noch gedacht, schickse dem Mäuschen das auch. Habe ich geschrieben, Michelle, mit der Bitte um Kenntnisnahme, Copy-Paste, ihr auch geschickt. Beide, dachte ich, nach einer Stunde, guckst du mal rein, haben das gelesen. Steht jetzt hier unten. Dann dachte ich mir, okay, dann warten wir mal auf die Antwort. Denn Mike hat mir vor 5-6 Tagen, wo er allen YouTubern gedroht hat, selber auch eine Nachricht geschrieben, mit dem Text, am 24. April, guten Morgen, denkst du eigentlich, was du machst, ist in Ordnung, vielleicht solltest auch du mit uns in Kontakt treten. Und deswegen habe ich ja auch gedacht, dann gestern schreiben wir einfach mal eine öffentliche Nachricht an ihn. Der hat gelesen, aber dann nicht geantwortet. Dann dachte ich mir, ja gut, warte mal ein bisschen, hast ja bis 20 Uhr, haben wir dem ja Zeit gegeben, ne? Auf einmal dann so nach circa, wann war das, so um 18 Uhr, habe ich dann auf sein Profil einfach mal geguckt. Dann sehe ich in seinem Profil, dass der Gute samt seiner Frau Göbenstraße 3 50672 Köln angibt. Junge, dachte ich, Junge. Gut, ist es Zeit für die nächste Nachricht, habe ich geschrieben. Lieber Mike, leider reicht dieses eingetragene Impressum bei dir nicht aus. Da du dich nicht auszukennen scheinst, hier die Erklärung. Den Namen in Klammern bei natürlichen Personen sind es Vor- und Nachname bei Unternehmen, also den genannten juristischen Personen. Der Unternehmensname sowie Name und Vorname des Vertretungsberechtigten. Bei juristischen Personen außerdem die Rechtsform, die Anschrift, bla 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 und Ort. Es scheint bei dir eine Agentur zu sein. Ich wusste natürlich, welche Agentur das ist. Ein bisschen Späßchen muss sein. Schließlich hat er mir das ganze Wochenende versaut. Dann fehlen diese Angaben. Er, natürlich, direkt wieder gelesen. Nach ungefähr 19.22 Uhr gucke ich wieder rein. Hat er sein Profil auf privat gemacht. Wir blenden alles ein, chronologisch. Hat er sein Profil auf privat gemacht, dachte ich mir so. Mein Sonntag auch versaut. Habe ich ihm geschrieben, Screenshot geschickt. Wie bei den Idioten habe ich das so eingekreist. Habe ich geschrieben, dein Profil privat zu stellen ändert leider nichts. Du brauchst ein Impressum. Er wieder gelesen, aber keine Antwort.
Ich dachte mir die ganze Zeit, der wollte doch, dass ich mich mit ihm in Verbindung setze oder meine Firma und er. Der liest, aber antwortet nonverbal, indem er die ganzen Aktionen, wie Mami es ihm vorschreibt, antwortet, indem er umsetzt. Das macht ein bisschen Spaß. Wir haben parallel heute Golf gespielt dabei und wir haben dann alle so da gesessen. Schon witzig. Gut, Mike liest diesen ganzen Driss wieder und dann sehe ich, nachdem er das gelesen hat, das neue Impressum www.write-time-media.de/impressum. Dachte ich, na, hat die Belehrung 3 Stunden gedauert? Hat aber funktioniert. Können meine Anwälte dahin also hinschreiben? Guck ich so, Write Time Media Köln. Gehe ich so drauf, Künstlermanagement. Guck ich mal, okay, die haben die. Oh, okay, sind ganz gut im Business. Und dann so, okay, kommt da noch irgendwas? Kommt nicht mehr. Die sind noch nicht mal im Portfolio aufgelistet, ne? So interessant und so wichtig ist das der Agentur. Natürlich ist das so, dass nicht jede Agentur immer alle Künstler da auf der Seite hat, aber das war relativ spontan, denn ich habe natürlich auch meine internen Quellen nochmal nachgeguckt. Das können wir euch aber leider jetzt nicht zeigen. Einem blenden wir das für Datenschutz zu der Person. Ich möchte die Person schützen, die mir das geschickt hat. Diese Person wurde angebettelt, dass der Mike sie vertritt. Hast du Zeit zu telefonieren? Können wir telefonieren? Es ist schon bald soweit. Ich fahre zum Kauf der Reality Stars. Es ist dies, es ist jenes. Und dann hat die Person gar nicht mehr geantwortet, denn die Person will sich einen Mike Zies einfach nicht ins Haus holen. Damit gibt es nur Stress und Ärger, hat diese Person gesagt. Und ja, verstehe ich. Ne? Right Time Media habe ich jetzt auch schon jetzt meine Erfahrung mitgemacht, meine persönliche. Sehr seriös haben die auf mich persönlich nicht gewirkt, muss ich dazu sagen. Aber die haben ihre Trash-Darsteller, die da so Business machen, wollen wir das einfach mal so stehen lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass er offiziell dies als Impressum angegeben hat. Das heißt, die sind die bevollmächtigten, vertretenden Personen von Mike und Michelle. Dann werden wir jetzt praktisch unsere Anwaltsschreiben dahin schicken. Aber lieber Mike, kommen wir zum Ende der ganzen Geschichte. Ich möchte, dass du dir merkst, Mike, ich bin 5-mal in meinem Leben chemisch gereinigt worden. Chemisch, aufs Übelste, mit Fleckenentferner. Ich bin 3x7 alt. Ich bin nicht irgendein Doof. Irgendjemand, der sich einschüchtern lässt, bedrohen lässt, nerven lässt, stressen lässt. Dass du das bei mir, nur dieser kleine Versuch, der ja noch freundlich war, habe ich es bei belassen. Ich habe gesagt, komm, ignoriere das. War ja freundlich, der hat mich nicht so wie andere. Ich habe es ja eingeblendet, wirklich dumm angemacht. Der hat andere YouTuber schon seit 2020 dumm angemacht. Ich sage, komm, hat er noch nicht. Yvonne, lass einfach ignoriere weg. Dass du über meine Gäste gehst und die aber tyrannisierst, bedrohst und bedrängst und versuchst, die Freunde von demjenigen zu belagern, zu bedrängen, um seine Telefonnummer rauszubekommen, um ihn dann im Online-Shop anonym zu terrorisieren, ist zu viel des Guten. Das reicht mir jetzt, es reicht mir. Wir haben alles gescreenshot, wir haben alles aufgenommen, es reicht mir. Ich mache dir also das letzte Angebot. Ich mache meine Videos über jeden Trash-Darsteller weiter. Es ist mein Job und der Job der YouTuber. Du regst dich über Thumbnails auf, wegen Teufel, dies, das. Du bist derjenige, der im TV gesagt hat, ich bin der Teufel. Dem will man nicht heraufbeschwören, den Teufel. Ihr habt mich doch noch gar nicht kennengelernt. So wie ihr mich hier kennenlernt, ist die netteste Seite. Ihr wollt nie meine böse Seite kennenlernen. Ich lebe beide Seiten, die gute und die böse Seite. Wer den Teufel heraufbeschwört, kriegt ihn auch zu Gesicht. Deswegen haben alle den Teufel, das Wort Teufel genommen und das Thumbnail Teufel genommen. Du gibst die Vorlagen jedem YouTuber, jedem Trash-Darsteller. Du bist die Wurzel des Problems letztendlich. Heißt, niemand hat es auf dich speziell abgesehen. Denn wir machen alle das Gleiche über alle Darsteller, wo wir eine Meinung zu haben. Du immer weiter rein, indem du krankes Verhalten meiner Meinung nach an den Tag legst, indem du uns alle belästigst, bedrohst, tyrannisierst, wie ich schon 10-mal heute in dem Video gesagt habe. Mein letztes Angebot ist, wenn du aufhörst, die Menschen in meinem Umfeld drumherum, die mit mir zu tun haben, wo ich mit zu tun habe, allgemein
wenn ich irgendwas mitkriege, wenn du aufhörst, die Menschen zu tyrannisieren und zu bedrohen und all das, was ich jetzt nochmal zum 5.000.000. Mal sage, gebe ich auch Ruhe. Ich mache aber meine Videos weiter. Denn nochmal, ich lasse mich weder einschüchtern noch sonst irgendwas. Es ist mein Job. Das, was du uns gibst, darüber reden wir. Denn als Person des öffentlichen Lebens, sobald du dich in die Öffentlichkeit begibst, in ein Format einsteigst, gibst du deine Persönlichkeitsrechte ab. Geh zum Anwalt, lass dich beraten, ich hab Recht, ich hab auch ein. Ja, so, du gibst deine Person, deine persönlichen Rechte einfach ab. Es gibt natürlich Grenzen und das sind wirkliche Beleidigungen. Wirkliche Beleidigungen. Das sind Grenzen oder wirkliche Behauptungen falscher Tatsachen. Aber nochmal, all das lieferst du uns selber von Jugendamt der Kinder bis Ehering abziehen, weil du eine Schlammschlacht öffentlich mit Michelle machst, die Scheidung wolltest. Das lieferst du uns alles selber. Also lass gefälligst die Menschen in Ruhe, die über dich sich kritisch äußern. Wenn du das sein lässt, bewerten wir nur das in Zukunft, was wir auch sehen, was du uns gibst. Ansonsten ist das hier mein letztes Video über dich. Das ist das letzte Video, sofern du nicht wieder ins TV gehst und wir über das urteilen können, was du uns gibst. Ich hoffe, ich habe das jetzt nach 10-mal ausdrücken so 10-mal ausgedrückt, dass auch du es jetzt verstanden hast. Jetzt habe ich meinen Shot schon wieder nicht ausgetrunken. Dann nochmal das Statement. Warten wir also auf den Mike jetzt 4.0? Man munkelt. Cheers.